So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banished in Staffel 3. Wunderbar, hört es auch direkt auf zu regnen, wenn ich anfange zu quatschen. Das ist immer gut. Ah, FPS haben sich auch wieder beruhigt. Waren gerade irgendwie am Arsch. Naja, gut. Also, wir waren wo? Wo waren wir? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon wieder, naja, ne, ein Tag her. Und in dem einen Tag habe ich wieder alles vergessen, was so passiert ist. Aber egal, werden wir alles wieder rausfinden. Früher oder später. Wir hatten die Minen umgezogen in der letzten Folge. Und wir hatten hier hinten noch ein paar, naja, ne, nicht Felder, aber... Ja, doch, Felder haben wir sogar auch gebaut. Eins. Oder zwei. Ne, eins nur, ne? Das hier. Ach ja, Pekannisse. Stimmt, das haben wir neu gemacht. Und ja, Schweine haben wir verloren. Da warte ich noch auf eine Erklärung von Herrn Red Ketchup. Mal gucken, ob die kommt. Er guckte alle Folgen, wie er mir gesagt hat. Von daher hoffe ich mal, dass er es mir beantworten kann. Irene als Viehhirtin ist gestorben. Nicht schön. Achso, ich brauche Bauarbeiter. Was baue ich denn gerade? Ach, ich will das abreißen da hinten wahrscheinlich, ja. Ja. Alles gut. Ja, das haben wir auch noch gebaut hier. Da kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern, dass wir hier noch einen Schneider und einen weiteren Schmieden gebaut haben. Geht auch wieder voran. Wobei ich, wie gesagt, also entweder ist es ein Fehler oder ich habe einfach Glück. Also was beides auf dasselbe hinauslaufen würde. Wenn das tatsächlich jetzt Stahlwerkzeuge sind, kein Werkzeug. Stahlwerkzeug, ja. Also die hat sich auch ein Holzwerkzeug genommen und es steht Stahlwerkzeug. Ja. For Red Ketchup, one little mistake. As you can see, I'm producing wooden tools. And when the people take it, they got steel tools. I mean, I'm glad with it. Hopefully it's really a steel tool. But I will see. Ja. Ah, Hühner. Ganz ehrlich. Ja. Wir ziehen die Hühnerfarm um. Ich weiß nicht warum, aber das machen wir jetzt einfach. Wie kann ich das leeren? Ach da. Leeren. So. Und die Hühner gehen nach hinten. Die kommen hier rein. Arbeit. Arbeit. Eigentlich. Ja. Aufteilen. Arbeit. Ach, jetzt. Ich muss es nur aktivieren. Okay. Ja, die Hühner, die ziehen jetzt nach hinten. In das große Gehege. Das hier. Da kommen dann nochmal 9 Hühner dazu. Und wir können hier weiter unsere Stadt ausbauen. Also, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich will eigentlich hier hinten die Stadt haben, ne? Aber, ja, dann haben wir hier auch wirklich alle Nahrungsmittel oder alle Nahrungsproduktionen und Farmen raus. Ja, die haben wir schon erledigt. Dann könnten wir hier vielleicht... Das ist eine sehr gute Idee. Zum Glück fällt es mir gerade wieder ein. Könnten wir hier vielleicht ein paar Greenhouses bauen? Hier einfach nochmal so ein, zwei Greenhouses. Ach ja, macht ja keinen Sinn. Wir haben keinen Fertilizer mehr. Also gut, wir haben noch 268. Ich denke, das wird noch so ein, zwei Jahre reichen. Machen tatsächlich nur die Schweine Fertilizer? Nein, die Kühe machen auch Mist. Das ist doch schön. Dann hätte ich mir doch die Rinder holen sollen. Die letztens im Angebot waren. Naja, gut. Also, jetzt hier Hühner. Hopp, hopp, hopp. Bitte nicht arbeiten. Entleeren. Ihr seid hier gar nicht mehr vorgesehen dafür. Ja. Ziehen sie los? Da ziehen sie los. Ist einfache Geschwindigkeit, war? Fällt mir auch gerade auf. Libert ist erwachsen geworden. Ist das Libert? Nein, das ist Line. Line würde sich ja für Limes anbieten, ne? Line für Limes. Gut. So, die letzten Hühner sind raus. Dann können wir das hier abreißen. Putz. Und wir haben hier wieder Platz. Mit den Häusern bin ich übrigens auch unzufrieden. Hatte ich, glaube ich, mal erwähnt. Dass ich die Häuser hier ziemlich eng gebaut habe und damit nicht zufrieden bin. Könnten wir jetzt eigentlich mal... Sieht auch sehr niedlich aus. Können wir jetzt eigentlich mal bereinigen. Apropos bereinigen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal bauen, eine Notunterkunft. Gibt es hier nicht eine kleinere? Ah.
Red Ketchup, keine Notunterkunft? Nee. Was ist denn hier eigentlich? Corner Buildings? Ach du heilige Scheiße. Ein Schuhmacher. Mhm. Ach, ein Theater. Cool. Eine Library. Will help to educate your citizens. Nein, hier ist ein Blacksmith. Leck mich am Arsch. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oh Gott, der braucht verdammt viel Eisen, wa? Gut, hätten wir jetzt sogar. Hier ist auch noch ein Tailor. Ja, vielleicht bauen wir mal. Ja, Steine haben wir. Ja, Steine. Wieso haben wir denn so wenig Steine? Die produzieren denn nicht so. Naja, okay, 50. Ach, wir haben wahrscheinlich jetzt gerade verdammt viel gebaut, ne? Das würde ich aber trotzdem mal machen. Und zwar würde ich das dann hier hinten reinsetzen. Ah, da mache ich mal jetzt einen Plan. Eine kleine Planung. Hier ist der Pub. Hier geht's weiter. So. So. Dann würde ich hier noch ein Haus hinbauen. Hier noch so ein Blablups-Haus. Hm, ja, können wir auch so bauen. Ist egal. Da noch eins hin. Ich mache einen weiteren Strich. Zack. Und dann planen wir weiter. So, da kommt der Weg hier lang. Ja gut, da könnten wir vielleicht nochmal Häuser bauen. Aber hier machen wir dann definitiv ein paar hier Cornerhouses oder sowas. Ist egal. Wir könnten auch die Dinger bauen. Obwohl, das sind keine Cornerhouses. Ja, und die bauen wir aus Brick. Hier machen wir die Brick Tools. Einen Apothecary, einen Blacksmith und einen Tailor, bitte. So. Tailor. Blacksmith. Corner Houses. So, dann könnte man hier auf die andere Seite theoretisch auch nochmal Corner Houses bauen. Gucken. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. Dann können wir hier nochmal zwei Cornerhouses bauen, notfalls. Wir werden hier mal kurz die Steine weg entfernen. Nicht zweck entfernen, aber weg entfernen. So, Kopper nehmen wir mit und Eisen nehmen wir mit. Dann haben wir das nämlich erstmal alles ein bisschen bereinigt. So, und dann gucken wir mal, was der Tailor BZW, wie Gronk immer so schön sagt, der Blacksmith, dafür braucht, oh Gott, Bricks and Roof Tiles. Bricks haben wir 12. Roof Tiles müsste ich lügen, ob wir überhaupt welche haben. Dann müssen wir das Ding mal anschmeißen. Okay, haben wir Clay? Ein. Na ja, gut, okay, dann müssen wir die Dinger hier mal anschmeißen. Und uns Arbeiter besorgen. Dafür würde ich nehmen. Wen nehme ich denn? Den. Lamba, da. Hier mal bitte ausschalten. Und hier mal bitte jeweils jetzt einen reinsetzen. So. Dann machen wir die Lamba-Mill hier erstmal auf. Oder schalten wir die erstmal aus. Und wir werden dann mal ein wenig Clay und Clay abbauen und dann Bricks und Roof Tiles machen. Brauche ich eigentlich für beides Bricks und Roof Tiles? Ja. Gott, hier brauche ich sogar Eisen dafür. Das war nicht wenig. Ja, na gut, Lumber haben wir. Glas müssten wir hoffentlich noch haben. Ja, da haben wir noch 30. Das reicht für beide. Bricks und Roof Tiles, da muss ich gucken. Bricks, wie gesagt, haben wir hier so ein, zwei irgendwo rumliegen. Da ist nix. Und hier. Naja, aber auch nix. Also müssen wir erstmal. Entschuldigung. Müssen wir erstmal produzieren.
Das passt dann. Was ist jetzt los? Achso, unser Schmied ist tot. Der Schmied ist tot. Schmied da. Ja, es geht auf jeden Fall bergauf mit den Werkzeugen und mit den Klamotten. Das finde ich sehr schön. Und genau auf das habe ich auch gelauert. Ja, kommen wir mal zwei Bauarbeiter. Dann jede Ganze ein bisschen fixer. So, Glas ist da. Bricks haben wir schon mal die ersten 12. Lumber ist voll. Genau, Roof Tiles und Bricks brauchen wir, wie gesagt. Glas haben wir hier auch schon. Lumber müsste hier kommen und Eisen müsste eigentlich auch kommen. Hier haben wir noch Fertilizer, 268. Da kann unser Greenhouse hier oben noch weiter produzieren. 900! Ah, der macht ernsthaft die 1000 Tomaten voll, wa? Nee, macht er nicht. 962 macht er. Kranke Scheiße. 59. Ich brauche unbedingt mehr Erwachsene. Ist ja unfassbar, dass das einfach nicht vorangeht. So, Hühner. 6. Oh, okay, 26. Naja, fast voll und voll. Sehr gut. Okay, weil wir gerade eins oder zwei sogar über den Jordan geschlachtet haben. Goat Meat. 780. Auch geil. Und Sheeps. Die machen tatsächlich nur Wolle. Also wenn die Schafe tot sind oder sterben, wird anscheinend kein Schaf geschlachtet, sondern es stirbt einfach. Gibt's hier tatsächlich kein Goat Meat? Sheep Meat? Sheep Meat? Nein, kein Sheep Meat. Schaf kann man kein Schaf essen? Also ich müsste jetzt tatsächlich selber lügen, ob ich jemals Schaf gegessen habe. Ich glaube nicht. Aber es wird auch wohl funktionieren, dass ich Schafe essen kann. Naja. Whatever. So. Ach so, okay. Die bereiten sich gerade vor. 632 ist okay. Ja, okay, das ist natürlich unterirdisch. 225. Aber okay. So, der hat 264 Käse gemacht. Das ist schön. Und die Apiary, die hat 228 schon mal produziert. Ja, das ist ja so annähernd immer gleich. Da wird es wenig Unterschiede geben. So, Bricks sind voll. Das geht verdammt fix mit den Bricks. Ja, 10 Stück. Gut, okay, das werden wir dann natürlich wieder ausschalten bei der nächsten Gelegenheit. Glassware. Ah, ich brauche unbedingt dieses blöde Rathaus. Damit ich einfach eine Übersicht habe. Hier haben wir noch 32 Glas, hier ist noch Fertilizer drin. Iron Ore, 166. Alter, der kommt einfach nicht zurecht hier, der Junge. Ich kann aber auch leider keinen weiteren einstellen. Foundry. Schmied. Ja, vielleicht machen wir hier dann Iron. Obwohl, wir verbrauchen dafür zu viel Eisen. Ah, eigentlich müsste ich noch eine Foundry bauen, eine zweite. Und die müsste ich eigentlich umsetzen. Ah, ich bin mir ein bisschen unsicher gerade. So, Eisen voll, Bricks voll. Was ist denn da? Der Taylor. Tim Taylor. So, da werden Bricks geschleppt. Zack, achte. Naja, okay. Geht voran. Wie gesagt, hier wird es eher am Clay fehlen. Das brauchen wir noch nicht. Das Ding steht auch sehr schön. Bennen und Caziello. Naja, 39 und 22. Sind okay, die Zahlen. Zack, machen wir noch eins hin. Nächster Strich, dann sind wir bei 29. Und dann hat tatsächlich jeder, der erwachsen ist, ein eigenes Haus. Außer wir haben Frauen- oder Männerüberschuss. Das weiß ich natürlich nicht. Hier sind auch gerade wieder welche eingezogen. Ist der gestorben hier? Amaline ist gestorben. Irene ist gestorben. Merto? Nee, der alte Mann. Kakoki. Katsiki. Ko. Eieiei. Cornell, da ist er. Oder sie ist es sogar. Hat sich nochmal Winston geschnappt. Okay.
Also auch im hohen Alter sucht man noch ein bisschen partnerschaftliche Nähe. Das ist aber okay. So, Hühner sind gleich voll. Nee, die sind sogar schon voll. Die sterben hier oder werden schwer geschlachtet. 4, 15, 15. Sehr schön. Lüft. Amount of Food bleibt auch ansatzweise mal gleich. Bricks 10. Na, wir lassen ihn mal hier so ein bisschen machen. Brennholz ist tatsächlich wieder voll. Holz wird nebenbei wahrscheinlich auch geerntet. Ja. Positiv. Ja. 28. Oh, Cornell ist gestorben. Hm. Jetzt war es also dann doch soweit. Mit 77 ist er dann doch mal leider, oder sie, doch mal leider dann gen Himmel gefahren. Beziehungsweise auf unseren Grab. Auf unseren Friedhof. Na, eigentlich müsst ihr auch mal einen neuen Friedhof bauen. Weil der ist ja hier schon wieder rappelvoll. Ist auch unfassbar, wie viele Friedhöfe man in diesem Spiel bauen muss. Also ich glaube, zu Spitzenzeiten hatte ich im Norden, glaube ich, 4 Friedhöfe. Und es wurde einfach nicht weniger. Ja, gegenüber möchte ich eigentlich keinen Friedhof bauen noch. Weil hier sollen ja noch ein paar Gebäude hin. Hier würde sie es anbieten, ne? Da, wo ich jetzt gerade Platz geschaffen habe. Oder ich baue einfach den Friedhof gleich hier hinten rein. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Da machen wir mal so einen Creepy-Friedhof. Einfach nur, um zu gucken, was das sein soll. Fenceless Metal Fans. Fenceless Cemetery. So, hier 15×10. Setzen wir hier... Steine gehen hoch, sehr gut. Setzen wir hier mal ein bisschen Fläche für Gräber hin. Und dann gucken wir mal. Pflaumenkerne. Pflaumen haben wir nicht, ne? Nee. Okay. Ja, dann handeln wir. Wir haben 54 Perfume. Ganz kurz, was bringt mir Silberbarren? Aniel? 28. Das ist gut. Ich benutze sie aber nicht. 2,5. Ah, 94. Fehlen noch 2000 und das sind dann also 500. Brennholz. Nein, nicht 2, 500. Okay, gut, dann holen wir uns mal 500 Brennholz. Dann, ja gut, könnt ihr auch wieder arbeiten. Ist eh gerade später Frühling, also von daher können sie es ruhig machen. Iron Ore, was kostet, was bringt mir das da eigentlich? Ei, ei, ei. Auch 4, ne. Das ist es mir dann nicht wert. Lumber, was bringt mir Lumber? Wahrscheinlich 1 oder sowas. Auch 4, oh. Ja. Ja gut, ist ja auch verarbeitet, ne? Was kostet denn eigentlich Lumber? Okay. Ja, wenn ich Bürger hätte, würde ich hier wieder auf Lumber gehen und dann Lumber verkaufen. Als Zahlungsmittel. Und nicht mehr Brennholz. Denn Lumber kostet weniger. Ja. Definitiv, Lumber kostet weniger. Aber gut, müssen wir nochmal warten. Hast du jetzt eigentlich nochmal Bricks gemacht? Nö. Fehlt immer noch an Clay. Bist du so langsam? 63 Sand. 16 Clay. Na, das ist echt übersichtlich. Das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Ja, ja, gut, okay. Machen wir Peaches. Und ja, die müssen dann hier rein. Oder hier hin. Pflaumen wachsen an Bäumen. Wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe. So, 11×11. Und zack. Kommt da der nächste Obstgarten hin. Und dann... Holzbrücke, okay. Ach ja, die Steinbrücken wollte ich mir noch als Mod wiederholen. Nee. Ich hätte gerne Übersicht. So,
So, lassen wir es einfach mal offen. Und dann sehen wir immer, wenn es soweit ist. Ah, okay, Roof Tiles. Ah, okay, er macht wieder Bricks. 6 Bricks. Wow. Bitte nicht übertreiben. Das dauert noch sehr, sehr lange, bis die beiden Gebäude dann gebaut sind. So, 300 und 100 sind leider zu wenig. Aber gut, wir holen uns ja noch ein bisschen Brennholz. Also 475 brauchen wir jetzt nur noch. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das jetzt hier einzustellen, aber wir machen 475. Weil sie wird eh nur 125 jetzt am mit einmal tragen können. Von daher, oder eher, ich weiß nicht, wer es ist. Da. Ja, 125. Dann soll sie beim nächsten Mal einfach nur 50 holen. Das passt ja dann. Fertig! Holz, Eisen, Brennholz, Copper Ore, Gold Ore, Copper, Stein. Naja, naja, Nahrung geht auch langsam wieder runter. Ach, ich brauche unbedingt Menschen. Ich brauche Menschen und Arbeiter. Das macht nichts. Vielleicht spare ich hier auch erstmal ein. Solange noch keine Ernte ist, werde ich nur einen einstellen. Auf den Obstgarten. Und wenn dann das Ganze mit Ernte ist, dann werde ich wieder einen zweiten einstellen. So, sehr schön. Nee, nicht sehr schön. Fehlt immer noch 50. Dann war das gleiche wie vorher. Hallo? Entweder speichert es gerade oder es stürzt gerade ab. Okay, es war eine Mischung aus beiden. Kurzer Absturz mit Speichern. Ach ja. Oh, es sind aber zwei Erwachsene geworden. Sehr schön. Na, jetzt geht's ja richtig bergauf. Gut, dann können wir auf jeden Fall mal hier wieder zwei in die Baustellen schicken. Boah, Alter. Das wird ja echt eine Monsterarbeit noch. Kann ich das hier eigentlich erstmal ganz kurz pausieren? Dann kann ich mich auf die anderen Baustellen konzentrieren, die ich jetzt hier noch so gerade am Laufen habe. Das hier können wir eh bauen. Dann brauchen wir nicht warten, bis da irgendwann mal genug Sachen angekommen sind. So, wo ist denn hier die gute Frau? Da ist sie. So, komm, hoppeldi-hopp. Das geht sehr fix da oben. Hoppeldi-hopp. Und dann verkaufen wir den ganzen Mist. Und kaufen uns den Kern. So, handeln. Und tschüss. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Für einen Pflaumenkern. So, richtig. Pflaumen wachsen an Bäumen. Wusste ich doch. Habe ich doch mal richtig aufgepasst. Fertilizer. Naja, ein bisschen. Die Goats machen leider keinen Fertile? Was ist eigentlich die Einzahl von Fertilize? Ach nee, Fertile? Gibt's Fertile? Wahrscheinlich nicht, wa? Was heißt denn Düngen auf Englisch? Ist das nicht? Oder heißt das du Fertilize? Nein, das ist der Bison. Der Bison bleibt tatsächlich genau vor der Grenze stehen. Ja, okay, der eine. Sein Kumpel steht genau drauf, also den könnten wir vielleicht kriegen. Ansonsten haben wir tatsächlich sehr, sehr wenig Ertrag hier bei dem. Gut, bei dem anderen, den will ich mir eigentlich gar nicht angucken. Naja, man hat dann wieder ein bisschen was gejagt. Sehr schön.